Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zur Spielvorstellung von Nucleum. Und damit herzlich willkommen zur Spielvorstellung von Nucleum. In dem Video zeige ich euch den Aufbau, ich zeige euch die Abläufe, werde aber jetzt nicht in jedes Detail einsteigen. Aber aufgrund der Infos, die ich euch jetzt hier gebe, werde ich euch hoffentlich den Einstieg erleichtern, auch was den Aufbau angeht und die Abläufe angeht, weil es gibt auch solche Übersichten, die könnt ihr parat legen. Ich werde mich daran ein bisschen orientieren, damit ihr schneller Zugang findet zu diesem Spiel und relativ zügig auch mit dem Spielen beginnen könnt, weil die Anleitung, die ist gar nicht mal so umfangreich für so ein Expertenspiel. Am Ende des Videos gibt es dann wie gewohnt ein kleines Fazit. Bevor ich einsteige, wie gewohnt, wieder ein paar Informationen zu diesem Spiel, zu diesem Hype-Spiel zur Messe in Essen 2023 als Expertenspiel. Ich denke, es lag insbesondere auch an den Autoren, weil Simone Luciani und David Turci für viele schon Pflichtkauf, wenn man schon den Namen alleine liest. Solo-Modus von David Turci ist in einer englischen Version erschienen bei Board and Dice, mittlerweile auch deutsche Version bei Giant Rock. Es ist ab 14 Jahre, meistens bei solchen Spielen steht da immer 14 drauf. Dank Solo-Modus also jetzt für 1 bis 4 Personen. Ich gehe auf die Personenanzahl ein. Auch zur Spielzeit, da steht nämlich auf der Seite drauf 60 bis 150 Minuten, ob das passt, ob das zu wenig ist, ob das, naja, ich werde auf jeden Fall euch am Ende im Fazit die Infos liefern. Schauen wir uns erst einmal den Spielplan an. Ich bekomme es kaum auf die Kamera, dass ihr merkt, es ist eine Menge. Ihr seht erst einmal den großen Spielplan, dann seht ihr hier noch eine Auslage und ihr seht hier auf der Seite das Spieltableau. Deswegen gleich mit den Kameras die Einstellung, sodass ich euch bei diesem atomaren Strategiespiel etwas heranführen kann. Ja, thematisch geht es auch um den einen oder anderen Bereich, deswegen jetzt nochmal in Kürze die Information, was auch sehr knackig in der Anleitung abgedruckt ist, weil ja, Nucleum leitete über die nächsten Jahrzehnte eine neue Ära der Energie und des Wohlstands ein. Ihr seht hier Kohle, aber Uran spielt hier natürlich auch eine Rolle und man merkt hier an diesen Städten, Sachsen wurde von einer kleinen Regionalmacht zum Zentrum der europäischen Wissenschaft. Heute, eine Generation später, sind die Fabriken noch immer hungrig. Ja, da kommen auf jeden Fall einige dazu, beziehungsweise auch viele Gebäude. Und die verlangen größere Nuklear, mehr aus Böhmen importiertes Uran und ein Schienen- und Stromleitungsnetz durch das ganze Land, um die Kraft der gezähmten Atome in alle Städte Sachsens zu liefern. Erfinder, Ingenieure, Industrielle strömen an die sächsischen Hof in der Hoffnung, die neue industrielle Revolution anzuführen. So, das als Hintergrundinformation, das müsste auch soweit passen, hat mich dann auch ein bisschen in diesem Bereich Sachsen und Bergbau, beziehungsweise also im Bereich Uran ein bisschen eingelesen. Wer da mehr Informationen hat, der darf es natürlich gerne als Kommentar ergänzen. Aber jetzt kümmern wir uns erst einmal um das Spiel, um den Aufbau. So, und ihr seht natürlich erst einmal den Spielplan. Das ist erstmal einfach. Ihr legt die Seite abhängig von der Spieleranzahl, die Spielplanseite vor euch aus und dann liegt der Spielplan schon mal aus. Hier seht ihr ein weiteres Tableau, das platziert ihr auch passend, je nachdem wie ihr sitzt. Ihr benötigt auf jeden Fall Platz, auch das wird platziert und jeder nimmt sich so ein Tableau und die jeweiligen farbigen Steine, nimmt einfach alles in der Farbe zu euch, was die Figuren angeht, was die Marke angeht, was die Sterne angeht, was die Punktemarke angeht, das legt ihr erst einmal alles vor euch ab. Und dann geht es auch schon an die einzelnen Plättchen und das erste Übersichtstableau, das habe ich auch schon hier, das sind nämlich die einzelnen Technologien. Bevor er beginnt, legt er erst einmal hier diese Marker auf die einzelnen Felder. Bei der Rückseite ist es ein bisschen anders, der Rest kommt dann einfach zur Seite. Dann positioniert ihr natürlich hier die einzelnen Kraftwerke hier auf die jeweiligen Positionen, wie hier es angegeben ist. Auch das habt ihr sehr schnell und zügig erledigt. Das ist einmalig zum Zusammenbauen, dann passt es soweit. So, dann nehmt ihr natürlich euer ganzes Material und euer Tableau, platziert die Gebäude auf die jeweiligen Stellen, die Turbinen. Ihr beginnt mit 2, je nachdem auch mit 3 Figuren für die erste Partie. Der erste Bereich habt ihr hier, ihr bekommt 4 Geld. Und jetzt kommt, und da bin ich mal wahnsinnig geworden beim Aufbau aufgrund dieser vielen Plättchen, sortiert die Plättchen. Und zwar, die Plättchen haben hier eine Rückseite, und zwar A, B, C und D für die jeweiligen Tableaus. Das heißt, das ist hier für den Bereich B und dann habt ihr die Plättchen. Es gibt also noch weitere Plättchen mit A, mit C und mit D. Das sortiert ihr erst einmal separat. Könnt ihr nachdem auch gleich eintüten, weil das spielt eine Rolle für eure jeweilige Technologie, die ihr wählt. Habe ich also hier meine Technologie mit B, nehme ich mir auch alle Plättchen mit B. Und nehme auch hier diese
diese einzelnen Plättchen, die hier seitlich reingeschoben sind mit dem Buchstaben B. So beginnt ihr und dann sortiert ihr erst einmal alles separat. Dann gibt es natürlich noch weitere Plättchen und das sind Plättchen hier mit diesem Miebel abgebildet, mit diesen Punkten abgebildet und die könnt ihr erst einmal getrennt stapeln und in der Anleitung wird angegeben, abhängig von der Spieleranzahl, wie viel dieser Plättchen ihr jetzt hier für das Spiel benötigt. Und dann legt ihr die aus, ihr platziert hier offene Plättchen und den Rest bildet quasi so eine Auslage. Das ist alles, aber wenn man das weiß, dann geht es auf jeden Fall zügiger, da ist man auf jeden Fall schneller drin. Das heißt, alles ist soweit platziert, die Sterne sind soweit platziert, wird auch angegeben, die restlichen Sterne, die legt ihr quasi erst einmal zur Seite, ich kann sie auch darunter legen, die legt ihr einfach hier hin beispielsweise, das geht auf jeden Fall recht schnell. Dann nehmt ihr euch solche Bedingungen, solche Punktebedingungen einfach zufällig hier aus dem Vorrat, platziert sie einfach hier drauf, dann habt ihr solche Plättchen mit einer lila Flagge, die haben auf der Rückseite 1, 2, 3. Da wählt ihr euch jeweils 1 aus und dann positioniert ihr es offen auf dieses Feld. Die anderen Plättchen, die kommen dann einfach raus. Und abhängig von der Spieleranzahl müsst ihr jetzt noch solche Plättchen mit so einer goldenen Flagge bzw. so einer silbernen Flagge, müsst ihr auch bereitlegen und platziert sie dann auch als Stapel, abhängig auch wieder von der Spieleranzahl. Ist auch hier auf der Seite sogar nochmal angedruckt und die legt ihr dann hier drauf. Ja, was muss man noch beachten? Jetzt kommt der Faktor abhängig von der Spieleranzahl. Will man jetzt mit Karten noch spielen? Nein, das ist der Aufbau. Weil abhängig vom Aufbau variiert es. Das heißt, ihr nehmt eine Karte, da werden dann Plättchen, Blockierplättchen dann platziert, beziehungsweise hier natürlich auch schon auf das erste Feld. Und dann gibt es natürlich Blockadefelder, die man hier dann platziert. Und da nehmt ihr dann einfach beliebige Karten aus dem Stapel. Es wird euch eingegeben, abhängig von der Spielanzahl, wo ihr was platzieren müsst. Teilweise müsst ihr es auf die roten Felder dann platzieren. Das ist in einem kleinen Abschnitt im Aufbau angegeben. Nach dem orientiert ihr euch und dann findet ihr euch auf jeden Fall zurecht. Ist irgendwas blockiert, ja, dann überspringt ihr es halt. Dann habt ihr auf jeden Fall mehr Möglichkeiten, hier zu agieren. Manchmal ist sogar ein Strich. Das heißt, da passiert dann gar nichts, da wird dann gar kein Blockademarker beispielsweise platziert. Und dann könnt ihr die Karten dann einfach zur Seite legen. So, das zu dem Punkt. Und jetzt natürlich der Punkt, was die Technologien angeht. Jede Person nimmt sich am besten die Übersicht der Technologie mit dem Buchstaben nicht A, sondern natürlich mit der Karte B. Und diese Karte legt man dann vor sich ab. Weil jeder hat einen individuellen Stammbaum, das ist unglaublich variabel. Das heißt, ihr könnt beispielsweise viermal spielen, habt auf jeden Fall viermal eine ganz andere Spielweise und legt sie dann hier drauf. Jeder bekommt auch so ein Startplättchen, ja nochmal so ein Plättchen, da hat es mit einem Punkt dargestellt. Das heißt, so eins legt ihr schon so an. Das heißt, das ist schon eine Möglichkeit, wie ihr an Punkte bzw. wie ihr an Boni legen kommen könnt. Und jeder legt so ein Plättchen, das sind vier Plättchen mit einem Punkt, legt sie dann vor sich aus. Startspielerplättchen bekommt natürlich auch einer. Dann hier diese Auszeichnungsmarke, die legt er zusammen. Geld, Kapital, alles legt er zur Seite. Natürlich abhängig von der Karte kommen auch neutrale Gebäude hier noch ins Spiel. Die haben ein N. Die restlichen Plättchen, ihr merkt, ich habe hier so viel Material noch hier unten liegen. Die könnt ihr alle mal separat in der Box verstauen. Dafür gibt es so ein kleines Inlay, so ein Papp-Inlay. Und erst einmal weiß man gar nicht, wie man es einsortieren soll. Aber habt ihr es dann gespielt, dann könnt ihr euch schauen, wie ihr das passend am besten für euch dann platzieren wollt, was die einzelnen Plättchen angeht. Das heißt, diese Übersicht habe ich schon. Und auf der Rückseite werden auch die Aktionen dann angegeben. Das lege ich direkt vor mir, weil daran möchte ich mich natürlich ein bisschen orientieren und euch ein bisschen was zeigen. Abhängig von der Spieleranzahl habt ihr also hier diese Übersicht. Ihr könnt auch noch ein weiteres Tableau daneben legen, was die Aktion angeht. Ich werde die auch nachher sagen. Und auf die Rückseite ist Aufladen. Das ist alles, was man wissen muss. Und anhand dieser Übersichten werde ich euch das Ganze zeigen. Das heißt, ich habe jetzt hier die Übersicht bis zum Zug, dann die Aktion Aufladen. Und daran möchte ich euch das Spiel erklären. Und da merkt ihr, so schwer ist es gar nicht. Es hat viele Symbole. Die werde ich auch erst einmal ein bisschen ignorieren, ein bisschen ausklammern. Weil all das, jedes einzelne Plättchen ist der Anleitung nochmal separat. Dann dargestellt im Bereich. Das heißt, da könnt ihr dann einfach nachlesen. Ansonsten, was eure eigene Technologie angeht, habt ihr eine separate Übersicht.
Bei Nucleum geht es um Punkte, was sonst auch bei diesem Spiel. Wer die meisten Punkte hat, gewinnt das Spiel, aber das Spielende wird ausgelöst, wenn gewisse Anzahl von Zielen erfüllt sind. Es gibt hier schon die Zielmarker, wo man das gut verdeutlichen kann, und ihr seht hier überall zwischendrin Endbedingungen, das heißt, wie ein Spielende eingeleitet wird. Abhängig von der Spieleranzahl sind das 2, beziehungsweise spielt ihr zu zweit, sind das 3 Bedingungen. Dann wird die Runde noch zu Ende gespielt und ihr seid sogar noch einmal dran in eurem Zug. Das heißt, ihr habt quasi noch eine letzte Runde. Und dann gibt es noch eine Punktabrechnung und derjenige mit den meisten Punkten hat gewonnen. Aber was sind überhaupt diese Endbedingungen, bevor ich dann noch tiefer in den Ablauf einsteige? Zum einen seht ihr hier diesen Punktemarker auf der 70. Erreicht also eine Person diese Schwelle bzw. diese Position, nimmt man sich hier eine Marke, legt ihn drauf und aha, man bekommt sofort oder die Person bekommt dann sofort 3 Punkte. Was auch bei öfters passieren kann, ist, dass die Plättchen zur Neige gehen. Das ist diesen Bereich, weil die Plättchen nutzt ihr im späteren Verlauf für Aktionen, allerdings aber auch für Schienen, um sie hier zu platzieren. Sind also hier alle Plättchen weg, auch dann ist quasi eine Bedingung dann ausgeführt. Aber auch diese Plättchen können sich dem Ende neigen. Das heißt, auch hier ist eine Flagge, wenn hier quasi alles weg ist, und auch dann wird ein Ende eingeläutet. Es kann allerdings auch sein, dass ihr eure Technologie hier komplett entwickelt habt. Das heißt, auch hier in diesem Bereich habt ihr da quasi alles ausgeführt. Alles ist nach rechts geschoben. Achtet da ein bisschen auch auf das Material, dass da nichts kaputt geht. Ich werde ein Fazit was sagen. Das heißt, auch diesen Marker. Ansonsten habt ihr hier Sterne liegen, und wenn auch diese Sterne weg sind, auch dann wird zu einem Marker hingelegt. Das heißt, es gibt auf jeden Fall definitiv ein paar Möglichkeiten, wie ein Spiel bzw. wie das Ende beigeführt werden oder eingeführt werden kann. Das heißt, 1, 2, 3, 4, 5 Möglichkeiten gibt es, ja, um dem Spielende näher zu kommen. Ja, 2 bzw. 3 Bedingungen müssen erfüllt werden. Ja, und dann findet die Schlusswertung statt. Auch das steht hier beispielsweise auf der Übersicht, das kann man auch nochmal nachlesen, aber aufgrund der Symbolik wird es auf jeden Fall schon mal deutlich. Jetzt geht es natürlich an meinen eigenen Zug. Ich habe hier meine Plättchen, ich habe mein Tableau, jeder hat andere Plättchen, je nachdem auch hier in diesem Bereich. Das heißt, das liegt hier vor mir dann aus. Auch hier die Bedingung, jeder hat also andere Möglichkeiten, und hier seht ihr auch schon mal die Gebäude. Was möchte ich in diesem Spiel denn überhaupt machen? Naja, ich möchte in diesem Spiel viel machen. Ich möchte die Bedingungen erfüllen und dazu baue ich natürlich Gebäude hier auf diesem Plan. Ich habe Netzwerke oder ich errichte mir Netzwerke, die verbinde ich natürlich dann auch mit Linien, und diese Gebäude versorge ich mit Strom. Naja, ich habe Kohle, ich habe Uran, ich habe auf jeden Fall die eine oder andere Alternative. Und aufgrund dieser Bauweise, aufgrund der Punkte, die ich nicht nur durch die Gebäude, sondern auch durch andere Möglichkeiten agiere, bekomme ich solche Sterne. Ja, und irgendwann gehen wir die Aktionen dann quasi aber auch aus. Ich habe keine Möglichkeit, ich passe quasi, aufladen nennt sich das. Und dann gebe ich all meine Sterne ab und lege hier quasi eine meiner Sterne hier abhängig von den Punkten, diesen Sternen, die ich gesammelt habe, auf die jeweilige Position dann drauf. Das sind Multiplikatoren, und die Multiplikatoren werden am Spielende natürlich mit den einzelnen Anforderungen auch multipliziert. Und das ist natürlich ein besonderes Element, das zum Tragen kommt. Und dadurch, dass ihr natürlich immer wieder Marker dann wegnimmt, rückt ihr natürlich dem Spielende näher. Wenn ich also am Zug bin, entscheide ich mich für 3 dieser Möglichkeiten. Das ist gut angezeigt. Das heißt, ich lege eines meiner Plättchen, das sind ja hier meine Plättchen, in eine Aussparung, das heißt immer an die linke offene Position, also ganz link, und führe die Aktion aus. Das heißt, ich nehme eines meiner Plättchen, lege das hier an und führe die untere und die obere oder andersrum, ich kann auch auf eine Aktion verzichten, und die Aktion führe ich dann aus. Wenn ich das mache, dann kann ich vor, ja, während oder am Ende auch einen Auftrag erfüllen. Zum Beispiel diesen Auftrag, der hier liegt. Oder diesen Auftrag, einen öffentlichen Auftrag, ein öffentliches Ziel, was hier ausliegt. Und die kann man sich natürlich durch Aktionen bekommen. Das heißt, hier legt ihr ein Plättchen an. Und diese Plättchen, die ihr hier anlegt, die bekommt ihr auch durch das Aufladen später wieder in euren Vorrat. Und das ist quasi der erste Bereich. Das ist ja auch hier nochmal angegeben. Was habe ich als zweite Möglichkeit? Naja, ich kann Schienen platzieren. Ich möchte also kein Plättchen hier anlegen, sondern ich möchte es hier irgendwo anlegen. Und die Schienen, die kann ich irgendwo anlegen, wo ich will. Hier beim Zwei-Personen-Spiel, da hat man nur die Zweierschienen. Man darf es natürlich nicht in die Mitte legen, sondern man muss es angrenzend legen. Hier zum Beispiel könnte ich es dann beispielsweise platzieren. Dazu muss ich natürlich eine Figur auch hier drauflegen. Das heißt, dadurch habe ich mir schon ein Netzwerk erschlossen.
Ganz wichtig, was den Bau dann angeht, ich komme zu den Aktionen. Ich kann Gebäude zu Beginn des Spiels auch irgendwo bauen oder eine Turbine bauen oder eine Mine bauen. Aber das kann ich nur einmalig machen. Später habe ich ja mein Netz erschlossen, dann kann ich auch hier nur bauen. Das ist wichtig. Schaut da nochmal in der Anleitung, was den Punkt angeht. Ist auch dick, glaube ich, nochmal beschrieben, dass ihr da keinen Fehler macht. Das heißt, ihr müsst nicht unbedingt hier gleich eine Straße bauen, zumindest haben wir es so gespielt, sondern man kann auch gleich ein Gebäude errichten, aber man kann hier nicht überall die Gebäude platzieren. Also, die zweite Option ist quasi hier so ein Plättchen zu platzieren. Das heißt, ich platziere es als Schienenstück auf dem Spielplan mit einer Figur drauf, steht auch hier nochmal deutlich, und führe dann die farblich übereinstimmenden Aktionen aus. Hä, was soll denn das sein? Naja, ich suche mir schon aus, wie das Plättchen passt. Grün und grün passt. Das heißt, ich kann die Aktion auch ausführen. Das heißt, ich gehe hier auf dieser Leiste. Es gibt eine Leiste für Siegpunkte, es gibt eine Leiste für Figuren und es gibt eine Leiste für Geld. Geld ist übrigens ganz wichtig. Punkte sind noch wichtiger und Menschen fehlen einem. Also irgendwie ist es schwierig, aber ich rücke auf jeden Fall mit diesem Marker 1 weiter. Warum? Weil das hier übereinstimmt, grün und grün. Hätte ich das also jetzt zum Beispiel hier hingelegt, dann hätte ich das auch ausführen können, weil das auch mit grün und grün passt. Hier ist aber weiß und lila. Tja, die Aktion kann ich nicht ausführen. Wenn ich allerdings so ein Plättchen baue, dann drehe ich es auch gleich um, weil diese Strecke ist ja abgeschlossen. Die kann übrigens jeder nutzen, auch wenn meine Figur da drauf steht. Das Netz ist erschlossen, ganz klar. Man muss natürlich schon gewisse Netze dann bilden, aber ich kann hier quasi, und das ist wichtig, ich kann hier quasi auch Ressourcen über diese Schienen transportieren. Ich kann also auch Schienen eines Mitspielers nutzen. Mein eigenes Netzwerk muss ich natürlich aufbauen. Ich könnte also hier und hier dann beispielsweise später Gebäude errichten. Das sind die Optionen, die man hat. Oh, und das ist hier auf der Seite schon mal gar nicht schlecht. Und das Plättchen wird natürlich noch nicht umgedreht, weil später hier natürlich noch ein Plättchen dazukommt. Setzt später hier jemand oder ich selber eine Figur ein, dann wird wieder geprüft, ist hier eine Übereinstimmung, ist hier eine Übereinstimmung. Ah, und ich habe ja hier eine Figur und habe ich eine Übereinstimmung mit diesem Plättchen, kriegt diese Figur natürlich auch noch diese Aktion zugesprochen. Tja, wenn man das mal weiß, dann ist klar, und deswegen sind insbesondere ja diese Joker sehr attraktiv, weil man hier quasi eine beliebige Farbwahl dann hat. Achtet allerdings, und da ein wichtiger Punkt, ich werde im Fazit noch drauf eingehen, verbaut euch jetzt nicht am Anfang hier die ganzen Plättchen als Schienen, weil ihr müsst euch überlegen, ihr habt hier alle Aktionen zur Auswahl. Habt ihr aber hier viel verbaut, dann könnt ihr vielleicht die eine oder andere Aktion gar nicht ausführen, müsst dann wieder Plättchen kaufen, aber genau dieses Plättchen habt ihr nicht mehr, um hier Plättchen, weitere Plättchen zu kaufen, dann kommt ihr in eine Sackgasse. Das kann tragisch enden, das habe ich einer Partie auch miterlebt. Ich werde im Fazit auf jeden Fall was dazu sagen. Sucht eine Mischung aus dieser ersten Aktion, das heißt diesem Bereich und diesem Bereich das Platzieren. Fehlt noch die dritte Aktion, das Passen, nenne ich es auch gerne, das ist das Aufladen. Ich komme im späteren Verlauf des Videos noch ein bisschen was dazu. Ich erkläre es ja schon recht ausführlich. Da werde ich das Aufladen auf jeden Fall nochmal mit euch durchgehen. So, das war dieser Bereich. Jetzt haben wir auf der rechten Seite stehen Zusatzaktionen. Das seht ihr. Und das wird auch hier deutlich. Das heißt, ich kann quasi Dinge tauschen. Uran kann ich tauschen. Ich kann Personen tauschen und so weiter. Dann gibt es hier in diesem Bereich rot umrandete Bereiche, rot umrandete Strecken teilweise. Die kosten natürlich Geld, wie es angegeben ist. Und die Gebäude kann ich natürlich nur auf den jeweiligen Bereichen dann bauen. Das weiße Gebäude ist übrigens für diesen unteren Bereich, wie man es hier auf diesen einzelnen Plättchen auch sehen kann. Das heißt, hier könnt ihr bauen. Ihr könnt also hier quasi nur gelbe Gebäude, hier diese Gebäude bauen. Ansonsten müsst ihr natürlich hier bauen und müsst Geld bezahlen. Und Geld hat man insbesondere am Anfang nicht unbedingt einfach so locker vor sich sitzen. Ja, ein Punkt fehlt und das ist die abgeschlossene Strecke. Und deswegen ist doch gut, dass es so eine Übersicht gibt, weil wenn ich hier so eine Strecke abschließe, na, dann bekomme ich natürlich erst einmal nichts. Aber wenn so eine Zweierstrecke abgebaut oder gebaut wird und umgedreht wird, dann gibt es natürlich auch einen Bonus. Und zwar der Punktemarker geht dann auf jeden Fall weiter. Und zwar die jeweiligen, abhängig von den jeweiligen Positionen, abhängig multipliziert natürlich mit den Plättchen, sind ja hier auch nur Zweier, gibt es natürlich hier auf der Leiste auch nochmal das eine oder die eine oder andere Bewegung. Das wird hier angezeigt. Übrigens für beide Spielplanzeiten ist dieses Tableau. Tja, das war es auch schon zu diesem Tableau. Das heißt, Technologien ist soweit klar. Und dann können wir auch schon zum nächsten Punkt übergehen. Das sind die Aktionen, beziehungsweise ich muss euch noch die 5 Möglichkeiten zeigen. Ihr merkt, so schwer ist es nicht. Und dann gehe ich schon zum Aufladen über. Wenn ich ein Plättchen hier anlege,
Das heißt, wenn ich jetzt ein Plättchen einfach hier so platziere, dann habe ich ja gesagt, dann führe ich ja diese Aktion und diese Aktion dann durch oder ich verzichte oder ich habe kein Geld und kann die vielleicht nicht ausführen. Und deswegen komme ich auch zu den einzelnen Aktionen. Das ist zum einen das Zahnrad. Und das Zahnrad, das wird auch hier nochmal verdeutlicht, da komme ich an Plättchen. Ich kaufe also eins oder zwei Plättchen vom Markt, nachgeschoben wird erst am Ende und könnt natürlich ein Plättchen kaufen, zum Beispiel das gratis, könnt natürlich anschließend noch ein zweites Plättchen kaufen, das kostet Geld, aber auch hier Zusatzkosten, die hier angezeigt werden. Und diese Plättchen lege ich in meinen Vorrat. Ist cool. Oh, das ist ja richtig cool, weil da bekomme ich 2 Sterne. Ich möchte ja auch auf der Leiste weit vorankommen. Also, da muss man sich überlegen, welche Aktion man auswählt. Das ist quasi das Rating an der obersten Bereich hier auch angezeigt. Das nächste ist der Auftrag nehmen. Das ist quasi hier dieser Füller, dieser Stift, der hier angezeigt wird als Symbol. Ich weiß, ist alles ein bisschen klein. Ich hoffe, ihr könnt das alles relativ gut erkennen. Und dann nehmt ihr euch quasi einen dieser Bereiche. Hier ist ja auch der Füller abgebildet. Das heißt, von der Ikonografie seid ihr auch recht schnell drin. Das heißt, ihr nehmt euch einen Auftrag und legt ihn an die leere Aussparung eures Bereiches. Tja, was soll das bringen? Zuerst einmal überlege ich, was ich jetzt hier für einen Auftrag dann nehme. Das ist nämlich der Punkt. Das heißt, da schaue ich natürlich, was nehme ich, was bringt mir was, was kann ich erfüllen. Und sobald ich das an eine Aussprache lege, bekomme ich auch hier sofort diesen Bonus. 2 Geld, ein Männchen, ein Uran oder hier 2 Sterne. Ja, das ist blockiert am Anfang, die bekommt ihr natürlich nicht direkt. Aber so kann ich mir das nehmen und die Plättchen werden nachgerückt. Denkt immer daran, die Endbedingung, wenn hier die Plättchen weg sind, dann ist praktisch schon eine Bedingung ausgelöst, um ein Spielende reinzuführen. Dann haben wir das nächste, wo haben wir es? Das habe ich ja vorhin schon gehabt, das ist dieses Symbol, das ist urbanisieren. Das heißt, ich nehme ein Stadtgebäude, das kostet natürlich Geld, spielt übrigens keine Rolle, das hat mich am Anfang ein bisschen verwundert, aber man kann es einfach nehmen aus irgendeiner Reihe, beliebig, und platziert es dann quasi nach Bezahlen der Kosten hier auf diesem Bereich. Es wird angezeigt, welche Gebäude es gibt und ihr müsst natürlich erst einmal auch ein bisschen euer Netzwerk erschließen. Am Anfang könnt ihr quasi beliebig bauen, aber dann achtet auf Netzwerk, da müsst ihr Schienen bauen, dann könnt ihr nicht wild irgendwo hinbauen, das funktioniert nicht. Aber das bezahlt ihr und ihr bekommt dann auch den Bonus, der unten an diesem Plättchen angezeigt wird. Das Gebäude ist allerdings noch nicht mit Strom versorgt. Ja, das ist eure Aufgabe, klar. Deswegen kommt ja auch nachher noch so eine Aktion. Das heißt, das ist auf jeden Fall noch nicht der Fall und dadurch bräucht ihr Strom, ihr nehmt Kohle, ihr braucht Uran und das ist der Bereich, wo dann ein bisschen anspruchsvoller ist. Aber das Gebäude baut ihr, das legt ihr dann quasi auf das jeweilige Feld, nehmt euch hier den Bonus und wenn ihr das später errichtet habt, dann dreht ihr es nämlich um, dann bekommt ihr nämlich die Sterne und am Ende, das ist mit lila gezeigt, die Siegpunkte. Es gibt Punkte mit grün, die tragt ihr sofort ab, lila bezieht sich aufs Spielende und die Sterne nehmt ihr euch natürlich auch sofort. Das ist der Bereich Urbanisieren. So, fehlen noch 2 Aktionen. Ja, jetzt wird es ein bisschen anspruchsvoller. Wir sind bei Industrialisieren, Industrialisieren. Das ist hier dieses Symbol, das ist hier dann auch angezeigt. Das heißt, ich nehme mir jetzt hier so eine Mine oder ich nehme mir eine Turbine. Tja, das kostet Männchen und platziere es natürlich auch wieder in meinem Netzwerk. Deswegen wird das Netzwerk oft erwähnt. Das heißt, wenn ich hier eine Verbindung habe, eine Schiene, dann habe ich hier eins. Mein Netzwerk ist dann 2 groß. Vielleicht habe ich hier drüben ja auch noch ein Netzwerk, weil Strecken kann ich beliebig bauen. Das ist auch wichtig. So, ich bezahle natürlich die Kosten, steht auch da. Und dann kann ich das platzieren. Oh, wow, ich habe eine Mine errichtet. Das ist ja richtig gut. Das heißt, die Mine, die ich errichte, da bekomme ich natürlich auch gleich Uran. Das sind quasi hier diese grünen Marker. Und die lege ich dann auf das Plättchen. Wo habe ich es? Hier auf der Seite liegen. Das heißt, das lege ich dann einfach hier drauf oder auf andere, weil hier heißt nämlich auch, erhalte Uran gleich deiner Mine auf dem Spielplan. Ist es also die 2. Mine, die ich errichte, dann bekomme ich 2 Uran und die kann ich auch auf einem Plättchen dann legen, sofern natürlich Platz ist. Ich kann es mir also aussuchen, wo diese Uransteine draufkommen. Das ist quasi der Punkt und dann ist das auch erledigt. So, jetzt kommt der wichtige Punkt und da gibt es 2 Beispiele in der Anleitung und die schaut ihr euch gemeinsam nochmal an, weil es gibt hier Optionen, wie man Strom günstiger bekommen kann, über welche Linie man geht. Die 2 Beispiele in der Anleitung sind gut dargestellt, weil das ist das Elektrisieren. Und beim Elektrisieren wähle ich mir natürlich ein Kraftwerk aus. Das heißt, ich kann nicht die Kohle, hier ist übrigens ein Gebäude, wenn ich hier ein Gebäude baue, kann ich in die Kohle automatisch rüberschieben. Nein, das funktioniert nicht. Ich brauche schon Anschlüsse über die jeweiligen Kraftwerke, die hier auch angezeigt werden. Das ist wichtig und hole mir Uran bzw. hole mir
Kohle über die Verbindung. Kohle kostet Geld, das heißt, hier zahle ich ein Geld, dann drehe ich das um, später zwei, natürlich bediene ich mich erst dem Plättchen, dann kommt es raus und später kostet Kohle auch drei Geld, sofern ihr beispielsweise kein Uran habt, keinen Anschluss, kein Kraftwerk habt. Und das ist auf jeden Fall sehr wichtig. Das steht hier auch nochmal dabei. Das heißt, Turbinen liefern natürlich die Möglichkeiten. Das heißt, Uran kann ich hier drauf platzieren, ich kann es auf eine Turbine platzieren. Ich kann auch Uran über die Turbine eines Mitspielers nutzen. Ja, aber das kostet Geld. Das heißt, man muss diesen Spieler auch bezahlen. Das wird hier deutlich dann auch gezeigt in der Übersicht. Das heißt, auch das ist wichtig. Ihr könnt eine Mischung machen aus Kohle und Uran. Ihr müsst nur die Verbindung zu eurem Gebäude dann herstellen und liefert das über die Strecken. Und das können auch Strecken der Mitspieler sein. Völlig egal, aber es muss ein Netzwerk und es muss eine Verbindung da sein von eurer Mine über die Turbine. Und so müsst ihr dann jedes Kraftwerk mit einem Uran, Turbine dann nochmal. Und das ist wichtig. Kohle ist nämlich eine Energie und Uran 2, also mit Uran ist es auf jeden Fall besser, quasi das Gebäude hier zu elektrisieren, so nennt sich es ja auch, ist auf jeden Fall besser. Kohle, ja, das kostet natürlich auch wieder Kohle, also Geld, was ihr dann abgeben müsst. Und wenn ihr da so ein teures Gebäude habt, wo 10 Strom dann benötigt, boah, das reicht nicht, da braucht ihr auf jeden Fall Uran. Und natürlich könnt ihr nicht beim Mitspieler Uran nehmen, aber ihr könnt die Turbinen zumindest nutzen von einem Mitspieler, aber das kostet natürlich. So, man bekommt die erhaltenen Belohnungen, habe ich gesagt. Das Plättchen wird umgedreht, das Gebäudeplättchen. Und dann bekommt man auch wieder die Sterne. Das ist auch hier sehr schön angezeigt. Drehe das Gebäude auf die elektrisierte Seite. Das ist der größte Schwierigkeitsfaktor im ganzen Spiel. Habt ihr das verstanden? Dann könnt ihr sofort loslegen. Deswegen schaut nochmal die zwei Beispiele dann in der Anleitung an. So, das war der Bereich, das heißt Plättchen legen, Aktion mit verknüpft oder Plättchen hier platzieren als Strecke. Und das Letzte, und dann sind wir schon fast am Ende, das ist nämlich das Aufladen. Es ist nämlich irgendwann so, dass ich hier natürlich sehr viele Plättchen habe. Ich habe keine Plättchen mehr, ich habe kein Geld mehr. Das heißt, ich passe, ich mache Aufladen. So, und erhalte dann auf der Einkommensleiste, ich bekomme Taler, Arbeitskräfte, Siegpunkte. Und zwar abhängig, wie weit ihr hier seid. Das heißt, habt ihr hier einige Plättchen gelegt, aber die Marker sind schon recht weit vorgerückt. Dann bekommt ihr, nehmen wir an, den hätte ich dann sehr weit, die bleiben dann auch immer auf der jeweiligen Position, dann bekomme ich praktisch Ressourcen. Ich bekomme also Geld. Ja, aber da dieses Plättchen hier liegt, bekomme ich natürlich nur hier das, was hier angezeigt ist, nicht das hier, was hier auf der Seite liegt, weil ich hätte weitere Plättchen anlegen müssen. Ich muss mich also hier an diesem Strich orientieren, das heißt 9 Geld. Tja, Arbeiter, tja, bekomme ich auch aus dem Vorrat. Es gibt im Vorrat natürlich noch weitere Arbeiter, aber ich bekomme nicht so viel, sondern hier natürlich links von der Position und hier, was die Punkte angeht, das wird auch hier abgetragen, das bekomme ich hier. Umso weiter ihr vorankommt, umso attraktiver ist es, aber ihr solltet auch viele Plättchen ausspielen. Am Ende gibt es natürlich auch nochmal Punkte. Sehr gute Übersicht in der Anleitung, hangelt euch entlang und solltet ihr hier weiterschieben, dann bekommt ihr auf jeden Fall immer ein Pünktchen. Das ist dieser Punkt. So, und jetzt kommt es natürlich als weiter wichtiger Punkt, ich muss einen Stern platzieren. Wie? Ich habe hier, hoffentlich habt ihr ein paar Sterne dann gesammelt, ansonsten ist es schon ein bisschen tragisch, aber ihr nehmt euch hier einen Stern. Und jetzt gebt ihr alle Sterne aus, ihr dürft nicht irgendwas reservieren und positioniert den meistens ist auf dem Zweierfeld oder hier im Bereich, dann positioniert ihr es hier in diesem Bereich. Dann könnt ihr quasi ein Kraftwerk intakt setzen, der oder diejenige, der darf das sofort machen. Vielleicht seid ihr auch richtig gut und seid hier gleich hier oben gelandet. Dann dürft ihr euch sogar gleich eine Dreierentwicklung freischalten, 1er, 2er, 3er. Durch Aufträge schiebt man die rüber und was heißt es mit der Technologie? Ihr bekommt einen Bonus für eure jeweiligen Aktionen und jede Technologie ist anders und deswegen gibt es die Übersicht. Aber hier komme ich auch an die Dreier ran. In den meisten Fällen am Anfang habe ich also erst hier im unteren Bereich die Sterne und ich weiß also, auf das kommt es an, weil das ist der Multiplikator für Spielende. Das heißt, ja, da hängt es davon ab, wo seid ihr. Deswegen macht es durchaus Sinn, vielleicht im unteren Bereich auch was hin zu platzieren. So, und das ist ja der letzte Stern. Natürlich liegen hier die Sterne der Mitspielenden auch aus, aber das ist ein wichtiger Punkt, weil ist hier der letzte Stern dann weggebrochen, dann kommt es quasi zum Besuch des Königs. Ja, was für ein komischer Begriff, aber so heißt es auf jeden Fall. Und damit geguckt, wessen Erfolgsstern quasi an höchster Stelle liegt, der kriegt 6 Punkte, das wird hier sogar gut angezeigt, ansonsten 2 Punkte. Das funktioniert und derjenige, der hier drauf sitzt, darf natürlich das Nukleum dann auf ein Kraftwerk dann drauf platzieren. Das ist der Punkt, auch hier sehr schön in der Anleitung dann angezeigt. Habe ich eigentlich schon wieder fast alles erschlagen, was hier draufsteht.
alles soweit erklärt. Wenn man hier in der obersten Position ist, dann gibt es noch 9 Punkte. Das geht derweil. Spielt erstmal eine Stunde, zwei, bevor ihr dann hier oben seid. Aber alles schon vorgekommen, alles schon erlebt. Und dann wirft alle Sterne ab, alle Erfolge ab. Also ihr dürft da nichts behalten, wenn ihr sagt, ich habe 4 Sterne gesammelt, ich möchte aber hier... Nein, ihr müsst alles abgeben. Und wehe, ihr habt keine Sterne, ihr müsst ja irgendwann passen. Ist mir auch schon passiert. Dann landet ihr hier unten. Ich sage immer, Great Western Trail lässt grüßen. Das heißt, ihr habt hier eine Bestrafung. Ihr bekommt hier am Spielende quasi einen Abzug. Aber ihr bekommt hier gleich eine Figur und 2 Geld. Naja, dass man da auch mal ein bisschen vorankommt. Und dann sollte es auch laufen. Und dann bekommt ihr alle Aktionsplättchen, die hier sind, die bekommt ihr wieder zurück in euren Vorrat. Das als weitere Übersicht. So, jetzt habe ich euch alle Übersichten gezeigt, alle Möglichkeiten gezeigt und natürlich schaut ihr immer, die Flaggen werden natürlich hier raufgenommen und all das wird auch hier ausgeführt, was das Spielende angeht. Das ist alles sehr gut angezeigt, für was man Punkte bekommt. Das ist wichtig, aber ihr spielt auf jeden Fall noch eine Runde, deswegen auch der Rundenmarker, wo das anzeigt, wer denn die Partie bekommen hat, weil von lauter Plättchen und Material weiß man das schon fast gar nicht mehr. Deswegen auch dieser Marker und dann schaut ihr natürlich, weil hier gibt es natürlich einige Städte, die doppelte Punkte bekommen. Das ist auch hier sehr schön angezeigt. Das heißt, ihr bekommt einen Bonus, wenn ihr das Kraftwerk dann nutzt. Deswegen auch hier auf der Seite, auch hier, was das Geld angeht, weiteres Uran, weil Uran benötigt ihr. Und denkt an eure Aufträge. Mit der Aktion, die ihr oben habt, könnt ihr auf jeden Fall einen Auftrag hier erfüllen oder einen offenen Auftrag, weil das sind natürlich auch Punkte, die ihr bekommt. Und übrigens Plättchen, die ihr oder Aufträge, die ihr erfüllt habt, die legt ihr quasi dann verdeckt einfach vor euch ab. Und damit bin ich beim Fazit. Jetzt habt ihr alles Wichtige im Aufbau erfahren, was man zu beachten hat. Gerade für den Einstieg soll es euch erleichtern und ich denke, aufgrund der Abläufe, die ich euch erklärt habe anhand diesen Hilfsmittel, solltet ihr auch relativ zügig in das Spiel reinkommen. Ich bin sehr gespannt auf eure Kommentare. Ich hoffe, ich habe mit diesen Infos euch den Einstieg in das Spiel erleichtert, weil so kompliziert ist es wirklich nicht. Am Anfang habe ich auch gedacht, boah, das Expertenspiel des Jahres 2023, das muss ja kompliziert sein. Nein, es sind glaube ich 20 Seiten Regel. Solo habe ich nicht gespielt. Wer da Infos hat, ist auch herzlich eingeladen zu kommentieren. Aber das war's in Kürze. So, wir sind beim Fazit. Fazit könnte jetzt ein bisschen länger ausfallen, weil es gibt durchaus einiges zu sagen zu diesem Spiel. Nukleum, der Highlight-Titel zur Messe Essen 2023. Wenn immer von Highlight- und Hype-Spielen gesprochen wird, bin ich da ein bisschen vorsichtig, weil manchmal ja, sind sie ein halbes Jahr später schon in Vergessenheit geraten und kaum einer kümmert sich dann um das Spiel, weil es dann schon wieder gefühlt 500 neue Spiele gibt. So ist das mittlerweile. Aber jeder findet hoffentlich sein passendes Spiel für sich, aber bei einem Spiel von Simon Luciani und David Turci, das bedeutet für viele Blindkauf, das holt man sich automatisch. Zumal es in der englischen Version bei Board and Dice, viele haben sich gleich die englische Version geholt, aber man kann gegebenenfalls auch warten, je nach Zeitpunkt, beziehungsweise gibt es das Ganze auch in der deutschen Version bei Giant Rock und die sind ja auch bekannt für viele Kenner, beziehungsweise Expertenspiele. Solo-Modus von David Turci, das nochmals als Erwähnung und jetzt natürlich die ganzen Punkte, die wichtig sind zu erwähnen. Es steht dabei, 14 Jahre spricht für ein anspruchsvolles Spiel, ist aber auch anderen Punkten oftmals geschuldet, aber das ist ganz klar ein Expertenspiel. Das ist schon einiges, wo man hier beachten muss in diesem Spiel, wobei die Anleitung gut beschrieben ist. Schaut euch die Beispiele an, dann seid ihr auch relativ zügig in diesem Spiel dann drin. Ich habe es komplizierter erwartet, muss ich wirklich sagen, als es tatsächlich ist. Also die ganze Symbolik, manches hätte man vielleicht ein bisschen besser machen können, aber ansonsten dank der Übersichten und anhand denen habe ich es euch erklärt, ist man auch relativ gut in diesem Spiel dann drin. Es ist angezeigt für 1 bis 4 Personen. Da gleich Bezug nehmen auf die Spielzeit. Ja, Solo habe ich es nicht gespielt. Zu zweit funktioniert es. Zu dritt funktioniert es. Zu viert habe ich es auch etliche Male gespielt. Ja, da funktioniert es definitiv auch. Aber ich spiele das nicht mit jedem. Zum einen die Regelerklärung. Ich weiß nicht, wie lange das jetzt ging bei mir, wo ich jetzt das aufgenommen habe. 20, 30 Minuten, denke ich. 30 Minuten, dann hat man das Spiel erklärt. Aber es benötigt Zeit im Aufbau. Und es benötigt Zeit ab die Abläufe. Und es hat auch eine gewisse Downtime. Es spielt sich unabhängig von der Spielanzahl sehr gut. Wir spielen zu zweit so in 75, 90 Minuten, Tendenz eher so um die 90 Minuten. Aber zu dritt und zu viert könnt ihr nochmal eine halbe, dreiviertel Stunde, also 45 Minuten auf jeden Fall nochmal draufrechnen. Und deswegen habe ich auch Partien erlebt, die teilweise 5 Stunden gespielt haben,
Nein, also auf keinen Fall. 5 Stunden. Okay, ihr genießt vielleicht das Spiel und spielt anders. Jeder Typ ist anders, auch absolut in Ordnung. Aber maximal 3 Stunden. Maximal 3 Stunden habe ich hier gespielt, was auch die Personenanzahl angeht, weil teilweise haben wir auch gesagt, jetzt machen wir ein bisschen Turbo. Die letzte Runde oder die möglichst letzte Runde. Es gilt natürlich viel zu beachten. Und deswegen braucht man natürlich seine Zeit, weil hier wird man quasi schon ein bisschen erschlagen, was die einzelnen Tableaus angeht. Man kann ja auch Mitspieler groß nicht helfen, weil jeder hat natürlich eine andere Technologie, was das Spiel natürlich unheimlich variabel macht. Ja, und damit bin ich beim Punkt. Die Grafik vom Cover finde ich richtig gut, aber die Grafik hier auf dem Plan, die finde ich einfach schrecklich. Die gefällt mir überhaupt nicht. Also wie man das so ausgewählt hat, das hätte man doch anders, hübscher, attraktiver gestalten können. Also das wirkt bei mir wirklich rein mechanisch runtergebrochen. Da kommen die Blättchen hin, da kommen die Marker hin, das ist das Gebiet, das ist grün und das ist das Gebiet mit, was aus verschiedenen Farben besteht. Oh, ich weiß nicht, das gefällt mir überhaupt nicht. Das hätte man definitiv besser machen können, wenn nicht sogar müssen. Das drückt ein bisschen auf den Spaß. Auge spielt bekanntlich mit und das hat mich dann doch ein bisschen gestört. Beim Material, beim Aufbau, es kommen Unmengen an Material hier in das Spiel und deswegen auch wichtige Hinweise vorhin im Aufbau gegeben, damit ihr zügiger reinkommt in das Spiel, weil es gibt so viele Plättchen, das erstmal alles sortieren, da benötigt ihr erstmal 30 Minuten Zeit. Auch mit dem Aufbau geht es dann nochmal 15, 20 Minuten. Also ihr könnt jetzt, was das Auspöppeln, den Aufbau angeht, schon mal locker eine Stunde veranschlagen, weil es gilt einiges zu beachten, bis man alles aufgebaut hat. Deswegen ist es wichtig, dass ihr das auch wieder korrekt gut einsortiert. Es gibt so ein Papp-Inlay, was hier dabei ist, immerhin. Aber da könnt ihr das nach eigenem Wunsch, was die Farben dann angeht, perfekt einzusortieren oder nehmt euch solche Plastikschälchen, weil ansonsten braucht ihr einfach zu lange, was den Aufbau angeht, und es sollte ja eigentlich recht zügig dann gehen. Das zu einem wichtigen Punkt. Und jetzt bin ich ja bei dem Tableau. Das finde ich ein bisschen wackelig, was dieses Tableau angeht, wie man diese reinschiebt. Hätte man das nicht anders lösen können? Ich denke gern an Carnegie, wo man eine perfekte Lösung gefunden hat mit Double Layer. Ja, das kostet natürlich alles Geld, aber ich glaube, diejenigen, die sich so ein Spiel kaufen, die geben dann auch vielleicht 5 oder 10 Euro mehr aus, wenn das Material dann einfach ein bisschen hochwertiger ausgestattet ist. Das ist ein weiterer Kritikpunkt. Das hat mich ein bisschen gestört. Da denkt auf jeden Fall daran, dass ihr da vorsichtig agiert, dass hier nichts umknickt, weil die sind teilweise dick, aber ein bisschen besser hätte es auf jeden Fall gehen können. Das Spiel schon allein aufgrund der Technologie ist unheimlich variabel. Ich habe jetzt mit diesen ganzen Tech-Bäumen schon oder ja, Technologie-Bäumen, so nenne ich es jetzt gerne, gespielt. Das heißt, ihr habt auf jeden Fall 4 unterschiedliche Möglichkeiten hier zu spielen. Gleichzeitig habt ihr immer wieder andere Plättchen, die hier auslegen. Gleichzeitig habt ihr hier auch immer wieder einen anderen Aufbau. Abhängig von der Spieleranzahl nehmt ihr die Rückseite, habt einen größeren Plan. Was will man mehr? Es ist unheimlich variabel, das Spiel, und keine Partie gleicht der anders. Und jedes Mal merke ich, ich spiele komplett anders. Hängt auch wieder vom Netzwerk ab. Wo baut der andere? Wo baue ich? Wo kann ich überhaupt bauen, wo gilt es, die Punkte zu erringen, was sind hier diese Bedingungen und gehe ich gleich weiter voran an diesen Sternen. Also Variabilität ist bei diesem Spiel definitiv gegeben. Ja, wenn man aber den Spielplan sieht, dann ist natürlich immer die Gegebenheit nahe, da gibt es doch schon ähnliche Spiele. Ja, dieses Tableau habe ich erwähnt, mit diesem Bestrafen, mit der Leiste, wo man vorankommt. Im Great Western Trail ist hier ein Zug und das erinnert natürlich ein bisschen an Great Western Trail. Auch hier, was die Bedingungen angeht, die Siegbedingungen, das ist doch ein bisschen Size. Auch hier, wie man agiert auf dem Spielplan. Da freut sich doch Wasserkraft, Brass und vielleicht, ja, Zug um Zug könnte man vielleicht ausführen. Ja, das letzte streiche ich mal wieder. Aber zumindest hat es Ähnlichkeiten mit dem Mechanismus. Mensch, alles geklaut, könnte man sagen. Ja, nee, Quatsch, ist ein ganz anderes Spiel. Man bedient sich aber bekannten, beliebten Mechanismen und genau deswegen ist es aus meiner Sicht auch so beliebt, das Spiel. Ihr dürft es gerne schreiben, was eure Meinung dazu ist. Aber genau das ist das. Das sind die Spiele, die ich selber habe. Great Western Trail steht hier, oben steht Brass, Size steht hier hin. Das sind die Spiele, die ich möge und genau das habe ich. Ich habe mehrere Spiele gleich in einer Box, nur tja, mit einem Element in Grafik, wo mich einfach ein bisschen gestört habe. Aber das sind Spiele, die man natürlich dann auch kennt, mag. Aber ich spiele es auch nicht mit jeder Spielgruppe. Ja, wir haben mittlerweile einige Spielgruppen, es sind reine Spielgruppen, die spielen eigentlich nur Expertenspiele, finde ich auch richtig spannend, ist auch interessant, aber man muss überlegen, mit wem man das Spiel spielt. Hat man da ein paar Partien gespielt, dann haben Neulinge gar keine Chance. Da kann ich noch so viel ausführlich erklären. Weil, ja, eine Person kann sich sehr gut drauf einstellen. Viele Grüße gehen raus an Thomas. Der kann sich dann sehr schnell in ein Spiel reinversetzen. Der braucht dann keine Probeanläufe und der weiß dann Bescheid, wie man das hier machen muss. Aber wenn ihr es wirklich mit welchen dann spielt,
die brauchen dann vielleicht die eine oder andere Partie, die haben es schwer gegenüber Mitspielenden, die vielleicht schon 5, 6 Partien Nukleum gespielt haben, wo wissen, wo man das Schienennetz macht, wo man Punkte macht, wann man die Gebäude baut, wann man sie elektrisiert. Und das ist natürlich ein Vorteil. Aber das ist bei vielen Kenner- bzw. Expertenspielen einfach der Fall, dass man sich hier einfach oder ein bisschen überlegen muss und einfach seine Zeit benötigt. Ja, was ein weiterer Punkt ist, das ist die Sackgasse. Ich habe es ja vorhin ausgeführt. Ich habe es tatsächlich in einer Person oder einer Partie miterlebt, in der Viererpartie, dass ich eine Person ins Aus quasi schon katapultiert habe. Das liegt daran, dass man die Plättchen verbraucht und hier gleich als Schiene auslegt. Dann sind euch die Aktionen, ja, die gehen euch zur Neige. Ihr solltet hier schon eine gewisse Anzahl von Plättchen haben, die gewisse Aktion dann ausnutzen, weil habt ihr die Plättchen, habt ihr vielleicht diese Sternplättchen abgegeben, habt ihr die verbaut? Ja, wie wollt ihr dann weiter noch an den Bereich, dann kommen weitere Plättchen, kommen an die Aktion, kommen. Achtet darauf, dass ihr hier einen guten Mix findet, hier die Plättchen anzulegen und hier die Plättchen anzulegen. Das ist sehr wichtig, weil sonst habt ihr ein Problem. Und jetzt kommen wir zum weiteren Punkt. Ich nenne es vielleicht auch ein bisschen Kritikpunkt, weil was mich hier stört, das ist zum Teil meine eigene Spielweise, weil vielleicht geht es euch ähnlich, ich bekomme oder ich baue was. Ah, ich habe die Technologie freigeschaltet, ich bekomme ja noch das und das. Ah, ich habe ja hier noch ein Bonusplättchen, das kann ich einsetzen. Au, oh, das bringt mir ja gleich Punkte. Oh, das kann ich ja gleich für die Technologie nutzen. Oh, und Geld bekomme ich ja auch, weil ich ja das und das gemacht. Ich habe mir das ja freigeschaltet. Das sind gewisse Elemente, wenn dann auf den Aktionen auch noch Besonderheiten dabei sind, wo man dann echt schauen muss, dass man selbst keinen Fehler macht. Dass man merkt, der Mitspieler ist dran, sagt, ich habe noch was vergessen, darf ich mir das noch nehmen? Da haben wir uns oftmals auch erwischt, dass wir einfach gesagt haben, ja, kein Problem, nimm das noch, ich bin ja jetzt auch gerade am Zug. Aber diese Fehler, die man machen kann, unbewusst, die sind hier auf jeden Fall, oder die tragen, oder die sind auf jeden Fall hier vorhanden. Das habe ich zumindest in unseren Runden erlebt. Zu zweit kann man zumindest ein bisschen schauen, zu viert, da bin ich eigentlich nur noch fokussiert auf mein Tableau und dann kann unterbewusst auch ein Fehler passieren, dass man sich vergessen was zu nehmen oder das vielleicht ein bisschen auch anders interpretiert hat. Deswegen nehmt euch auf jeden Fall diese Übersicht, wo haben wir es, vor lauter Übersichten mit den Technologien zur Seite und schaut immer genau, was da drauf steht. Solltet ihr da jetzt wirklich Fragen haben oder Unklarheiten haben, dann schauen wir auch gerne mal in die Anleitung nach. Da sind die auch nochmal separat erklärt. Die einzelnen Plättchen sind erklärt. Also damit solltet ihr euch auf jeden Fall, ja, oder das solltet ihr euch jeden Fall informieren. Und dann sollten auch die Fehler sich ein bisschen in Grenzen halten. So. Ich glaube, das meiste habe ich jetzt euch gesagt. Schon ein bisschen erschlagen, glaube ich. Ich bin gespannt, was eure Meinung dazu angeht, was das Video angeht, ob die Inhalte passen, zu kurz, zu lang. Ich hoffe, das war alles passend für euch. Das Spiel bekommt ihr teilweise, glaube ich, gefühlt fast überall im Handel, je nachdem. Ihr könnt auch schauen über die unten genannten Links, aber die Entscheidung für und wieder, die trifft wie immer ihr für euch. Das war Nukleum. Ist es jetzt das Schwergewicht schlechthin? Das ist die gute Frage, weil ein Punkt, den muss ich natürlich auch erwähnen. Das ist nämlich, ist es das Highlight des Jahres 2023? Ist es das Spiel, wo alle abholt, das absolut Spaß macht, dass man immer wieder spielen muss? Es ist aus meiner Sicht ein gutes Expertenspiel. Ich würde das Spiel jetzt nicht hypen, allerdings bin ich schon ein bisschen fasziniert von diesem Spiel. Gerade ich habe schon viele Partien absolviert, weil ich jede Technologie spielen möchte und dadurch hat man automatisch schon 4 Partien. Gleichzeitig habe ich immer wieder eine Auslage, die neu ist und andere Mitspielende, die vielleicht ganz anders spielen. Zu zweit spielt sich sehr gut. Zu dritt und zu viert auch, geht allerdings länger, aber es macht Spaß, immer wieder Neues zu entdecken. Und deswegen ist durchaus ein hoher Spielspaß gegeben und durchaus ein Wiederspielreiz gegeben, weil hat man sich mal alles erarbeitet, dann will man auch recht zügig eine weitere Partie dann spielen und einfach mal eine andere Technik ausprobieren. So, das jetzt wirklich als Abschluss des kompletten Bereiches, was mir natürlich auch sehr wichtig war, weil gerade den Spaßfaktor nochmal zu erwähnen, das ist natürlich auch wichtig. Also ihr habt gemerkt, mit gewissen Abstrichen aus meiner Sicht ein gutes Expertenspiel, wo ich nicht abgeneigt bin und immer wieder gerne eine Partie spiele, weil ich immer noch das Gefühl habe, aufgrund vieler Partien, die ich jetzt mittlerweile gespielt habe, ich möchte immer noch was Neues entdecken oder einfach mal ein bisschen anders spielen. Ups. Zielführend ist, sei mal dahingestellt, weil die Ziele sind vorgegeben und das Spiel kann schneller enden, als man will. Also entwickelt euer Bereich jetzt nicht enorm, euer Netzwerk. Achtet darauf, dass das Spiel auch recht schnell und zügig enden kann. So, das aber wirklich jetzt in allen Infos, alles kompakt in diesem Video. Ich sage danke euch fürs Zuschauen. Macht's gut und bis bald.